Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Samstag und ich fahre jetzt gleich nach Hannover. Ich gehe nämlich heute Abend zur Schwuppen-Express-Party dort. Vielleicht kennt ihr Schwuppen-Express auf Instagram. Schwuppen-Express macht ein Freund von mir, Konzi. Den kenne ich schon ganz, ganz, ganz viele Jahre durch Gaga. Und ich wollte schon immer zu einer Party von ihm, weil er einfach Popmusik auflegt und ich einfach... Also ich gehe gerne feiern, wenn es zu Popmusik ist. Ich brauche einfach keine Techno-Partys. Ich brauche es nicht, da in meiner Zone zu sein und mit dem Beat zu gehen. Ich will einfach nur mitgrölen und geile Musik hören. Und das wird heute Abend auf jeden Fall der Fall sein. Und ich fahre nach Hannover, weil ich dort mit Simon hingehe und zwei Freunden von ihm. Ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Aber ich freue mich, einfach mal was zu tun zu haben. Ich bin tatsächlich auch in 24 Stunden schon wieder zurück. Also werde nicht so lange in Hannover sein, sondern wirklich nur jetzt für die Party und heute Nacht. Ich freue mich drauf. Es wird, glaube ich, richtig, richtig cool. Das ist ein kleines Update. Es hat total was gebracht, mal dieses Lockenöl drauf zu machen, weil meine Haare einfach so viel mehr Volumen und irgendwie Grip wieder haben. Ach, hier oben ist sogar ein bisschen viel. Muss ich gleich nochmal neu machen. Mein Zug hat schon 40 Minuten Verspätung. Das heißt, ich kann noch ein bisschen entspannter hier zu Hause jetzt bleiben. Und ja, freue mich auf den Abend. Nächste Woche habe ich auch nicht so viel vor. Also ich werde ein bisschen weiter an meinem Projekt arbeiten gehen und so weiter und so fort. Gar nichts Besonderes geplant. Aber ich wollte euch was zeigen. Und zwar habe ich diese Lampe einfach gerade auf der Straße gefunden und ich finde sie so geil. Sie gibt mir auf jeden Fall irgendwie Bauhaus-Vibes. Sieht jetzt natürlich toll aus mit meiner hässlichen Handcreme daneben. Aber ganz kurzes Shoutout, das ist die beste Handcreme, die ich jemals hatte. Die ist so extrem gut, die ist worth every single penny. Ganz große Empfehlung, wenn ihr im Winter trockene Haut habt. Und die ist vor allem geruchslos. Ich liebe das abends. Aber ohne die Handcreme, gut, stehen immer noch meine zwei Tassen da. Aber ich finde die so schön. Ich bin richtig happy, dass ich die gefunden habe. Und die zweite Sache, die ich heute auf der Straße gefunden habe, ist dieses Buch. Julia Frank, die Mittagsfrau. Es geht irgendwie um eine junge Frau nach 45. Es klang für mich sehr interessant. Und ich werde es auf jeden Fall mal in mein TBR legen. Also ich fand, das klang ganz gut. Ich glaube auch, dass das Buch meiner Oma gefallen könnte. Deshalb werde ich es ihr dann auch ausleihen. Und dann haben wir beide was davon. Und dann lege ich es auf jeden Fall auch wieder auf die Straße. Aber das habe ich auch auf der Straße gefunden heute. Heute ist Montag und ich starte relativ entspannt in die neue Woche. Ich habe nämlich nicht so wie letzte Woche Termine, sondern eigentlich fast gar keine Termine, außer morgen. Morgen arbeite ich einmal Frühschicht und ansonsten kann ich mir die Woche komplett selber einteilen. Am Freitag fahren wir direkt morgens nach Berlin. Ich bin gerade noch nicht sicher, ob das Teil dieses Vlogs wird oder ob ich einen extra Berlin-Vlog drehen werde. Jetzt starte ich erstmal in den Montag, beziehungsweise bin ich schon in den Montag gestartet. Ich war heute Morgen beim Sport direkt und habe ein bisschen was noch ausgemistet. Habe jetzt gerade French Toast gemacht. Richtig lecker. Filme aber jetzt nebenbei auch wieder ein Food Diary. Und deshalb wird es wahrscheinlich eher weniger Food in diesem Vlog zu sehen geben. Ich wollte heute ein bisschen Klarschiff machen und auf jeden Fall meine Sachen auch mal zum Kontaktladen bringen. Ich habe euch im letzten Vlog meine Tüte gezeigt mit meinen 1000 Sachen, die ich ausgemistet habe. Und die wollte ich jetzt heute mal wegbringen und da kommt die Sonne raus. Ich gehe jetzt noch einmal durch meinen Kleiderschrank, weil ich mir denke, zum Kontaktladen ist immer schon ein etwas weiterer Weg und dann will ich jetzt einmal alles durchgehen und gucken, ob ich noch irgendwas habe. Und das bringe ich dann heute einmal weg. Dann gehe ich noch was einkaufen und danach eventuell noch ins Studio, wenn ich Lust habe. Das ist aber so eine spontane Sache. Ich will mich auch so oft von irgendwelchen Büchern trennen. Aber ich kann einfach nicht. Ich habe in meinem Bücherregal wirklich nur die Bücher, die ich wirklich besitzen will. Und ich kann das einfach nicht runterschrauben. Und es ist ja auch klar, je mehr man liest, desto mehr Bücher kommen natürlich auch dazu, die man gerne behalten möchte. Eigentlich brauche ich mir diese Arbeit gar nicht machen, das dauernd durchzugehen. Ich glaube, hier wird nichts aussortiert. Aber alles andere habe ich jetzt einmal aussortiert. Ich habe jetzt auch ein bisschen was auf Vinted gestellt wieder. Der Kontaktladen macht erst um 15 Uhr wieder auf. Das heißt, ich warte jetzt noch kurz ab. Und auf dem Rückweg, wenn ich dann eine Ikea-Tüte habe, gehe ich noch zu Penny. Das ist da nämlich auch auf dem Weg. Und dann habe ich auch eingekauft für die Woche. Ich habe kein Obst mehr und
kein Tofu und das geht natürlich nicht. Des Tages tatsächlich damit verbracht, ein bisschen was an meinem Projekt noch zu arbeiten. Es wird wahrscheinlich auch doch wieder eine Publikation geben und ich hoffe, ich kann die in etwas größerer Auflage produzieren. Das ist so ein bisschen mein Wunsch oder Traum, weil ganz viele von euch immer wieder nach Loch im Bauch fragen und Loch im Bauch ist ja die Publikation, die ich damals gemacht habe, als mein Papa gestorben ist in dem Jahr und mit der fühle ich mich einfach nicht mehr so wohl. Also ich stehe schon noch dazu, was ich da irgendwie gemacht habe und dass ich das auch gebraucht habe damals. Aber es ist nicht mehr so, dass ich in diesem Maße darüber sprechen möchte, weil das schon sehr detailliert war. Jetzt habe ich es neu angegangen und ich glaube, es wird ziemlich cool. Und genau, da arbeite ich jetzt dran und ich möchte das eigentlich gern so bis Mitte oder Ende Februar abschließen. Mal schauen, ob das klappt. Aber heute habe ich einen ganz guten Schritt gemacht, habe gerade noch was geschnitten für eine Kooperation und jetzt mache ich, glaube ich, Schluss für heute. Schau noch ein, zwei Videos. Ich merke nämlich, wenn ich hier zu Hause arbeite, ich kann in meinem Bett einfach nicht so gut arbeiten, wegen meinem Arm und wegen meiner ganzen Vorgeschichte mit diesem Arm. Und deshalb muss ich mich da wirklich zügeln und sagen, Emina, dann machst du es im Studio und ich muss dann morgen einfach nach der Frühschicht nochmal ins Studio fahren, denke ich. Ich arbeite bis 2:30. Meistens komme ich dann nach Hause, esse was zum Mittag und dann habe ich nochmal Zeit. Und ich will eigentlich abends auch noch zum Sport. Also mal schauen, wie viele Stunden es morgen werden im Studio. Aber eine ist besser als keine. Und deshalb fahre ich morgen dorthin. Und jetzt für heute lasse ich es aber und werde da noch was essen. Ich habe gestern ja Ofengemüse gemacht. Ich liebe einfach Kürbis aus dem Ofen. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsessen. Und ich habe heute Mittag noch ein bisschen Linsen gemeal-prepped. Und die werde ich auch dazu essen. Und dann wird das fein. Und ich habe heute einen neuen Tee entdeckt. Leute, wenn ihr den irgendwo seht, rennt hin. Mesmer Himmelszauber. Oh mein Gott, irgendwie so Marzipan-Mandel-Tee. So geil. Den gibt's jetzt. Und dann wird gechillt. Weil ich muss morgen auch früh aufstehen. Und ich will nicht mehr so spät Abendessen. Das heißt, ich verlagere das alles nach vorne. Also ich werde jetzt so in einer halben Stunde, Stunde Abendessen zubereiten. Und dann so gegen 9, 10 ins Bett gehen, weil ich meine 8 Stunden Schlaf brauche. Genau. Ich habe übrigens Identitätskrise fertig gelesen. Von Alice Hasters. Und jetzt habe ich ein neues Buch angefangen, beziehungsweise eins angefangen weiterzulesen, was ich eh schon mal angefangen hatte. Zu meiner Review von Identitätskrise im nächsten gelesen Video dann mehr. Aber jetzt habe ich dieses Buch wieder rausgeholt. Rosewater von Liv Little. Und bisher gefällt es mir auch ganz gut. Aber dieses Format ist einfach fürchterlich. Also ich meine, ich finde, es ist einfach zu groß. Es ist einfach zu groß. Es gefällt mir nicht. Ich glaube, Rouge von Mona Ayward ist genauso groß und es stört mich. Ich möchte kleine, kompakte Bücher. Aber anyways, ich habe es gekauft, also lese ich es jetzt auch so. Genau, das als kleines Leseupdate an dieser Stelle. Hallo ihr Lieben, es ist Dienstag. Ich habe gerade fertig gearbeitet und zu Mittag gegessen. Ich habe ein bisschen länger gearbeitet und zwar bis 15 Uhr. Ich arbeite sonst bis 14.30 Uhr, aber es war einfach super viel los und deshalb bin ich ein bisschen länger geblieben. Und dann habe ich erstmal was gegessen. Weil ich frühstücke eigentlich immer nur bei der Arbeit und dann hält das tatsächlich super lange. Also ich bin immer überrascht, wie lange irgendwie so ein Porridge irgendwie vorhält. Jetzt will ich auf jeden Fall noch ins Studio, weil irgendwie habe ich gehört, dass morgen es totales Unwetter geben soll und super hohe Schneemassen und ich weiß nicht, ob ich da unbedingt ins Studio will. Deshalb mache ich das jetzt heute noch und ich ziehe mich jetzt gleich um, damit ich danach noch zum Sport kann. Weil ich weiß ganz genau, dass wenn ich zum Studio fahre und dann nochmal nach Hause und dann erst zum Sport, dass ich es dann nicht mehr mache. Und ich will an so Tagen wie heute einfach keinen Stress ausüben, weil ich mir denke, ich laufe wirklich den ganzen Morgen rum. Also ich bin jetzt schon 8,5 Stunden rumgelaufen. Ich brauche jetzt nicht noch eine übelste Cardio-Session machen, aber ich glaube, ich mache heute ein bisschen was für die Arme und den
Rücken. Und manchmal finde ich, wenn man nicht so viel Druck auf sich ausübt, dann hat man die besten Workouts. Ich fahre jetzt noch ins Studio, mal schauen, ob noch jemand da ist. Danach noch zum Sport. Let's go. Und der Trick ist auch, die Sportsachen direkt schon anzuziehen. Das mache ich jetzt mal. Hose trage ich schon. Hose trage ich auch einfach so entspannt. Das ist die von Reebok, die ich mal im Resales gekauft habe. Dann ziehe ich wahrscheinlich einfach ein T-Shirt an. Das hole ich jetzt. Das hängt noch im Bad. Da habe ich einfach so ein pinkes. Das ist mal von H&M gewesen. Ist aber auch schon ganz alt. Aber das ist mir zu kalt, wenn ich jetzt draußen rumlaufe. Deshalb ziehe ich jetzt ein anderes an, aber schon mal den Sport-BH an. Weil das ist so cropped und das ist mir dann zu kalt. So, und dann packe ich das alles so ein, dass ich das gut alles in meinen Rucksack kriege. Und Sport-BH trage ich diesen hier. Den habe ich auf Vinted entdeckt und da ist einfach noch das Schild dran. Der ist im Original von H&M Move und der passt mir extrem gut. Ich liebe den. Ich fühle mich mit dem Sport-BH so richtig weggesnatcht. Ich hätte es nicht gedacht, aber ich finde den so cool. Überziehe ich jetzt einfach dieses Oberteil von Arm Angels. Ich liebe das. Das ist so gestreift und hat so ein bisschen weitere Ärmel. Das stecke ich jetzt schön in meine Hose. Das ist wirklich, also Fashion ist bei mir nicht bei diesen Temperaturen. Und dann habe ich hier diese Teddy-Jacke. Die war auch mal im Original von H&M, aber auch bei Vinted gefunden. So gehe ich jetzt, weil es ist mir egal. Das ist übrigens mein Rucksack, den ich immer benutze. Das ist der Komoot von Pingpong. Ich könnte ihn nicht mehr empfehlen. Ich liebe ihn. Unbeauftragte Erwähnung an der Stelle, aber ich habe den durch eine Zusammenarbeit bekommen. So, Laptop, das Wichtigste auf der Welt, meine externe Festplatte. Mein Notebook für das Projekt. Die Kamera packe ich dann gleich in diese Tasche. Meine Maus für meine zerstörten Arme. Meine Wasserflasche. Da drin ist eine Waterdrop-Elektrolyt-Tablette. Sportschuhe. Ich habe diese hier von Reebok. Die waren im Angebot und deshalb habe ich mir die gekauft. Ich brauchte einfach irgendwelche, die nicht so eine squishy Sohle haben, weil ich ja auch viel Beine trainiere und da soll man ja nicht so eine krasse Sohle haben. Und deshalb habe ich mir die gekauft. Die haben 30 Euro gekostet oder so. Meine Handschuhe, Handschoner, damit ich nicht so viel Hornhaut kriege. Die nehme ich immer gern, wenn ich Arme trainiere. Und zu guter Letzt ein Handtuch. Das habe ich mal von Aldi gekauft und ich liebe die. Die gibt es bestimmt auch gerade noch, weil im Januar ist ja immer so Gym-Aktion bei diesen ganzen Discountern. Und da gibt es diese Mikrofaserhandtücher und die liebe ich wirklich sehr. So, jetzt muss ich euch noch einpacken und dann geht's ins Studio. Ich bin um 7 aufgestanden. Also aufgestanden, you see where I'm at. Aber ich bin schon mal aufgestanden, habe mir ein kleines Frühstück gemacht, weil ich gleich zum Sport will. Ich will das jetzt als erstes erledigen, weil ich weiß ganz genau, dass wenn ich nachher im Studio bin und da dann friere und mir kalt ist, dann habe ich keine Lust, danach noch zum Sport zu gehen heute Abend. Und dann will ich lieber einfach wieder nach Hause danach und chillen. Deshalb mache ich es heute Morgen. Auch gestern war ich nicht mehr beim Sport. Ich habe irgendwie gemerkt, mein Körper ist nicht so ready, jetzt Sport zu machen. Ich wollte gestern Arme trainieren. Und dann lasse ich es auch, weil ich gelernt habe, ich muss auf meinen Körper hören. Und wenn er mir sagt, hey, ich bin fertig, weil ich seit 5 Uhr morgens arbeite, dann bringt es ja auch nichts, wenn ich abends auf Teufel komm raus einen Arm-Workout machen will. Dann schlafe ich lieber genug, frühstücke dann was und mache dann ein Workout, was sich auch lohnt. Und das habe ich auf jeden Fall gelernt, dass das viel mehr Sinn macht. Ich freue mich schon voll auf Berlin. Ich habe
einiges vor. Ich will auf jeden Fall wieder zu She Said, meiner liebsten Buchhandlung auf der Welt. Weil ich habe einen Gutschein noch, einen 30-Euro-Gutschein, und der muss natürlich auf den Kopf gehauen werden. Dann muss ich unbedingt zu Muji, weil ich habe keine Stifte mehr. Ich habe alle meine Stifte verschrieben. Da muss ich auf jeden Fall Nachschub besorgen. Ich wollte mal zu Vagabond. Ich will nämlich nach Schuhen gucken und einfach ja so ein bisschen in der Stadt unterwegs sein. Freue ich mich drauf. Ich finde es auch verrückt, dass das übermorgen schon ist. Wir starten Freitag relativ früh, also schon morgens um 7 geht unser Zug. Aber das war halt der günstigste. Und dann hat man eben den ganzen Tag noch in Berlin, weil wir sind dann gegen 22:30 in Berlin. Donnerstag. Ich bin gerade am Vlog schneiden und ich arbeite heute in der Küche, weil es im Studio so kalt ist. Unsere Heizung funktioniert nämlich nicht, beziehungsweise haben wir keine richtige Heizung. Unser Vermieter hat keine installiert und wir haben nur so Heizlüfter. Ich glaube, davon habe ich auch schon mal erzählt. Und irgendwas ist mit denen, ich weiß nicht, was das Problem ist. Auf jeden Fall kommt nur kalte Luft aus diesen Heizlüftern raus. Und es ist einfach übelst kalt. Und ich war gestern im Studio und es war so kalt, dass ich nach 2 Stunden gesagt habe, es bringt nichts, weil man ja auch dann zu nichts kommt. Man denkt ja die ganze Zeit dann nur drüber nach, oh Gott, meine Hände sind kalt, meine Füße sind kalt, was soll ich tun? Und deshalb habe ich heute gesagt, okay, ich mache einfach Sachen von hier aus. Und das ist auch völlig in Ordnung. Es ist aber übelst schön draußen. Jetzt kommt sogar blauer Himmel durch. Es liegt so viel Schnee. Es ist richtig, richtig schön. Ich bin mal gespannt, ob das liegen bleibt für morgen oder ob wir in Berlin dann nur so matschgrauen Ekelschnee haben werden. Ich wollte heute Vormittag eigentlich an meinem Projekt arbeiten. Ich bin noch nicht so richtig dazu gekommen. Ich habe ganz viel Mails gemacht, Rechnungen geschrieben, den Vlog geschnitten und jetzt ist es auch schon wieder 11:20. Ich will heute aber nochmal in die Uni und was Testdrucken. Ich habe ja keinen Drucker und ich nutze das noch so lange, die mich noch lassen. Dann habe ich noch einen anderen Termin und will heute Nachmittag noch zum Sport gehen. Auch nicht allzu spät, weil ich auch relativ früh ins Bett will, weil wir morgen so gegen 6 Uhr schon aufstehen, damit wir um 7 Uhr unseren Zug kriegen. Nächstes Wochenende fahre ich nach Hause und ich freue mich schon total drauf, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss mal wieder hier rauskommen. Also ich freue mich jetzt auch nach Berlin zu fahren. Irgendwie fällt mir hier schon wieder die Decke auf den Kopf. Ich merke das gerade, wenn ich so abends in meinem Zimmer sitze und dann oft einfach nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll. Vielleicht auch, weil ich gerade keine Serie habe oder nichts, was mich irgendwie so motiviert oder inspiriert. Ich habe gestern aber das neue Video von Maddie Drawsback geguckt. Wärmste Empfehlung auf der ganzen Welt. Ich liebe ihre Videos über alles. Sie ist meine absolute Lieblings-YouTuberin schon so lange und sie gibt mir immer noch das Gefühl, dass Long-Form-Content viel wertvoller ist als diese Short-Form 10-Sekunden-Clips. Dass es halt auch noch YouTuberInnen gibt, die darauf ihren Fokus legen. Und das war so toll, gestern dieses Video zu schauen. Und es ging auch so um Comparing Yourself. Und es hat mich irgendwie genau im richtigen Moment, genau zur richtigen Sekunde abgeholt. Manchmal schickt das Universum ja einfach so Zeichen und so Momente, wo man sagt, ah ja, danke, das habe ich jetzt gerade gebraucht. Und diese Woche bin ich irgendwie unzufrieden mit mir, weil ich zu nichts komme. Und dann andererseits denke ich mir, du hattest so einen stressigen Dezember. Es ist auch okay, wenn du jetzt mal eine Woche relativ entspannt machst. Mich nervt, dass ich dann nicht sagen kann, okay, dann entspannst du jetzt und fängst nächste Woche wieder an, sondern dann trage ich mich die ganze Zeit so hin und fühle mich den ganzen Tag schlecht. Anstatt zu sagen, okay, heute mache ich nichts, hänge ich dann in Gedanken trotzdem immer bei diesen Sachen, die ich zu tun habe. Dann denke ich mir, ich will das doch machen. Also warum stelle ich das als so ein großes Hindernis in meinem Kopf dar, wenn ich doch weiß, dass ich dieses Projekt eigentlich machen will und dass das gerade voll das Privileg ist, dass ich die Zeit dafür habe. Andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass genau das mich dann unter Druck setzt. Dass ich weiß, jetzt hast du die Zeit, jetzt kümmere dich auch mal drum.
Und bei kreativen Projekten ist es halt einfach nicht so, dass man einfach so schnips, heute arbeite ich jetzt daran und es wird einfach passen. Sondern man fängt irgendwie schon bei jedem Projekt neu an. Und man hat zwar so seine Tools und so Sachen, wie man arbeitet und Abläufe, aber es ist trotzdem immer auch sehr individuell, jedes Projekt. So viel zu meinem Geschwafel am Donnerstag. Ich glaube tatsächlich, ich mache den Vlog heute auch schon fertig. Nehme euch heute noch ein bisschen mit und mache dann einen extra Berlin-Vlog, weil dieser Vlog hier schon wieder super lang ist. Und ich will nicht immer so halbe Stunde Videos machen. Ich glaube, ich mache mich jetzt langsam fertig, fahre mal in die Uni, mache ich da meine Testdrucke. Mal schauen, wie die aussehen werden.